Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Radieschen anbaut. Und zwar werde ich dafür jetzt auch meine neue Nutzgartenfläche nutzen, die ihr gleich sehen werdet. Ich zeige euch hier von der Aussaat bis zur Ernte nachher alles bei den Radieschen. Aussehen tue ich die jetzt Mitte März. Das heißt, ich fange relativ früh an. Man könnte jetzt auch schon im Januar anfangen, die unter Glas zu Hause auszusehen. Draußen wäre es noch zu kalt, aber ab März kann man es auch draußen machen und es sollte dann so circa 8 Wochen, vielleicht 9 Wochen, je nach Temperatur bis zur Ernte dauern. Wer im Sommer damit anfängt, da geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller. Da ist es in der Regel nach 4 Wochen schon soweit, dass man die Radieschen ernten kann. Ja, was wichtig ist, worauf es ankommt, das möchte ich euch alles hier in dem Video zeigen. Ich habe aber noch ein kleines Anliegen in eigener Sache. Wenn euch das Video hier gefällt und auch das Thema gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal, unterstützt mich damit hier auf YouTube. Ich bin wirklich auf eure Unterstützung angewiesen und außerdem freue ich mich natürlich über jeden einzelnen neuen Abonnenten. So, jetzt legen wir los. Wir kommen erstmal zur Aussaat der Radieschen und dann seht ihr auch einen Teil meiner neuen Nutzgartenfläche. Ich habe das jetzt schon einmal vorbereitet. Ich werde jetzt hier in 2 Reihen einmal die Radieschen aussehen. Saattiefe ist circa 0,5 bis 1 cm. Zwischen den Samen 5 cm Abstand halten, zwischen den Reihen so zwischen 10 mindestens oder 20 cm. Das ist eigentlich ausreichend, dass sich die Radieschen dann auch gut entwickeln können und genug Platz haben. Ja, ich habe das Beet jetzt noch nicht komplett abgedeckt, weil ich noch viel Fläche habe, was ich für andere Sachen nutze. Da ist die Plane aktuell noch drauf, dass nicht so viel Unkraut mit hochkommt, damit ich das nicht jedes Mal wieder sauber machen muss. Wir fangen jetzt einfach mal an mit der Aussaat. Ich habe hier meinen Samen, den zeige ich euch einmal. Gebt mir dazu einfach mal ein paar hier in die Hand. Für Radieschen könnte man übrigens auch guten Saatband benutzen. Da kann man dann sehr gut den Reihenabstand auch einhalten. Hier könnt ihr den Samen sehen, der ist relativ grob und lässt sich soweit auch gut aussehen. Ich bringe ihn jetzt einfach hier in die Erde rein. Immer in so einem Abstand von ja, ca. 5 cm als Faustformel. Ne? Wenn es jetzt 6 cm sind oder 4 cm sind, wird da auch nicht großartig was passieren. Und ja, wichtig ist, wenn jetzt hier immer irgendwo nochmal so ein bisschen Queke ist, wie ihr hier sehen könnt, zieht das raus. So, und ja, ich werde es jetzt einmal hier in der Reihe komplett aussehen und dann mit Erde bedecken. Ich sehe das jetzt erst einmal aus für beide Reihen und dann geht es gleich weiter im Video. Der Samen ist jetzt eingesät und jetzt bedecke ich das mit ca. 1 cm oder maximal 1 cm Erde. Dazu ja, werde ich jetzt einfach hier mit der Hand so ein bisschen drüber kippen wieder über das kleine Loch oder die kleine Rille, die ich hier gezogen habe. Und ich drücke es dann leicht vorsichtig an, nicht zu fest. Wir wollen ja auch, dass das anfangen kann zu keimen und dann auch ja, durch die Erde durchkommt. Ihr solltet es auf keinen Fall auch zu tief aussehen oder zu tief einsehen, weil es sonst nicht richtig keimen kann. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Und wichtig ist auch jetzt, dass das Erdreich halt feucht gehalten wird. Das sollte aber bei der aktuellen Wetterlage kein Problem sein. Ansonsten, wenn ihr es etwas trockener habt, dann könnt ihr auch gern wässern. In meinem Fall brauche ich das jetzt nicht machen, weil das Erdreich wirklich ziemlich ja, feucht ist. Das reicht also aus. Und ja, jetzt können wir eigentlich nur abwarten und wie gesagt, wenn es austrocknet oder zu trocken wird, dann gießen wir mal. Aber aktuell sieht das soweit ganz gut aus. Wird jetzt ein paar Tage dauern, bis es keimt. Je nach Temperatur kann das unterschiedlich sein. Also bei gut 12 bis 15 Grad dauert es eine gute Woche. Ja, wir haben es jetzt etwas kälter, da wird es wohl eher etwas länger dauern. Und bis zur Ernte ja, in der Regel auch gute, ich sag mal 6 bis 8 Wochen, je nachdem wie das Wetter jetzt wird. Heute ist es noch mal relativ frisch. 2 Wochen nachdem ich die Radieschen ausgesät habe, könnt ihr jetzt hier sehen, dass sie ja, gekeimt haben und so langsam kommen. Auch hier, hier könnt ihr das auch noch mal sehen, das also das erste Update sozusagen von den Radieschen. So sieht es aktuell aus. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier das nächste Update zu unseren Radieschen. 2 Wochen sind jetzt vergangen und man sieht hier in dem vorderen Bereich wachsen sie richtig schön. Hier hat sich irgendwo nicht viel getan.
Hier kommen auch überall welche raus. So sieht es aktuell aus. Ja, auch Unkraut kommt jetzt leider überall vermehrt hoch. Muss natürlich gezupft werden. Wir haben jetzt ja wärmere Temperaturen gehabt und auch viel Regen. Und da kann man fast täglich zugucken, wie das Unkraut wächst. Das heißt, ich werde es weiterhin hier sauber halten. Gießen oder irgendwas anderes musste ich jetzt die Tage nicht, weil halt einfach immer genug Regen da war und auch genug Sonne da war. Deshalb haben sie jetzt einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Und ja, erntereif sind sie aber noch lange nicht. Das sieht man auch, hier ist noch nichts irgendwo, was so ein bisschen ja, nach Radieschen aussieht, dass man das schon mal ernten könnte. Also das dauert einfach noch ein bisschen. Ich wollte euch mal zeigen, wie jetzt die Radieschen wieder aussehen. Wie ihr sehen könnt, hier wachsen jetzt auch ordentlich welche. Hier ist es noch ein bisschen lichter, aber auch hier kommen jetzt mittlerweile die Radieschen schon etwas mehr durch. Das heißt also, nach und nach geht's los. Und die hier, die sind sogar schon fertig. Die können wir jetzt mal rausziehen und abernten. Das werden wir einfach mal machen. Und dann kommen wir auch im Prinzip schon zum Ende des Videos. Weil, ich habe gesagt, von der Aussaat bis zur Ernte. Und wir ernten jetzt. Und der Rest wird halt nach und nach nachwachsen. Was eigentlich ganz gut ist, wenn das nicht alles gleichzeitig fertig wird. Dann brauche ich die Radieschen auch nicht auf einmal essen. Dann habe ich jetzt immer über die nächsten Tage oder sogar vielleicht Wochen, wo ich mal Radieschen abernten kann. Fangen wir mal an, ziehen wir die hier einfach mal raus. Die sieht wirklich richtig schön aus. Hier könnt ihr es sehen, eine wirklich schöne runde Radieschen. Nummer uno, ich werde einfach mal die größeren jetzt hier rausziehen. Ja, vielleicht die Frage auch, wie hast du die gepflegt, gegossen etc. Ich habe hier im Prinzip gar nichts gemacht, ich habe die einfach sich selber überlassen. Die größte Pflanze hat die kleinste Radieschen, das hätte ich vielleicht noch mal drin lassen sollen. Jetzt habe ich es rausgezogen. Ja. Hier, die lassen wir auch noch mal ein bisschen. Man kann das mit dem Finger immer so fühlen. Wenn euch die noch nicht groß genug sind, dann könnt ihr vielleicht noch mal ein paar Tage warten. Nehmen wir erstmal die drei hier mit. Ja, gepflegt habe ich eigentlich gar nichts, was man immer mal so machen sollte hier. Ich habe ein extremes Problem dieses Jahr mit der Quäke. Das immer mal rausziehen, das Beet also sauber halten. Aber ansonsten, ich habe weder gegossen noch gedüngt. Ich habe das sich selbst überlassen. Jetzt im Frühjahr sind immer noch genug Regenfälle da, sodass ich hier nicht gießen muss. Und wenn es ja, wenn's zu nass oder zu trocken gewesen wäre, dann hätte man vielleicht mal nachgießen müssen. Aber aktuell ist das halt nicht der Fall. Die Radieschen haben dieses Jahr bei mir den Anfang gemacht. Das ist das erste, was ich jetzt geerntet habe. Viele weitere Sachen werden noch folgen, beziehungsweise müssen erstmal ausgepflanzt werden. Und dann geht es richtig los. Wenn ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt und wenn ihr sehen wollt, was ich noch so alles Schönes anbaue, dann folgt auf jeden Fall meinem YouTube-Kanal. Lasst hier für das Video auch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.